Business Radio Show. Freitagabend, kurz nach 8 auf allen unseren bekannten Wellen von Radio Bielefeld, Radio Gütersloh, bei Facebook, Twitch und YouTube im Ton und Bild im Livestream. Heute Abend, ich freue mich ganz besonders, ihn an meiner Seite begrüßen zu dürfen, der Lokalmatador aus OWL, Nana K. Nana, schönen guten Abend. Hallöchen. Na, du hast Bock? Wir haben alle Bock. Schön groovige Sounds. Welche Musikrichtung hast du uns mitgebracht? Haus und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, Haus. Haus. All house you. genau. Du hast eben gesagt, letztes Jahr im Februar zuletzt bei uns, kann das sein? Oh ja, das ist schon ein bisschen länger her. Das war noch kurz bevor Corona etc. kam und da ist viel Wasser in den Rhein runtergeflossen. Ich hatte viel Zeit im Studio und mal gucken, vielleicht gebe ich auch ein paar Sachen von mir dann zum Besten noch heute. Ich hoffe, das war von dir dabei. Ja, deshalb ja. Für alle da draußen. Heute Abend hier geklappt, Business Radio Show mit Nana K. Und heute Abend dieses Set machen wir zeitgleich als kleines Warm-up für die Villa Rheinperle morgen in Duisburg, weil du spielst morgen bei dem Luft und Liebe. Genau, also Leute, jetzt viel Spaß. Nana K, Club Business Radio Show. Nana, the stage is yours. We've lost dancing.
year we've had to lose our space, we've lost dancing. We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through, we've lost dancing, this next 6 months, we've lost dancing, day by day, we've lost dancing, if I can live through this, we've lost dancing, what comes next will be marvelous. We'll be right back.
Business Radio Show. Nana, wir haben vorhin darüber gesprochen, du warst zuletzt im Februar des letzten Jahres bei uns hier zu Gast. Das war noch, bevor Corona, glaube ich, auf dem Markt war. Was hast du den ganzen Tag getrieben? Was hast du während Corona, hast du dich im Studio vergraben wahrscheinlich, oder? Ja, neben meinem 9-to-5-Job habe ich mich dann in meinem Studio vergraben. Das ist korrekt, weil, naja, was anderes bleibt mir nicht übrig, ne? Definitiv. Eine Scheibe hast du gleich mitgebracht, die gleich als nächstes kommt, hat er mir gerade gesteckt. Ein Edit ist das, erzähl mal was dazu. Ja, das war an einem lustigen Abend, saß ich mit dem Kollegen Beden, aka Dennis Beckmann, auch Resident im Sams. Ja, mit dem saß ich im Studio und wir haben Quatsch gemacht. Tatsächlich. Es war so einer der Abende, wo man sagt, ja, vielleicht kommt noch nichts bei raus. Tatsächlich ist es uns dann gelungen, ein Edit zu machen. Zwar die Outcasts, kennt man noch von früher, Hip-Hop-Duo aus Atlanta. Ja, genau richtig, Sorry Miss Jackson. Wir haben da tatsächlich, habe ich den Vocal gefunden. Gott, jetzt fällt mir der Name von dem Original nicht mehr ein. Aber wir hören es gleich. Ja, daraus haben wir einen fröhlichen Edit gemacht, haben uns dann auch einen Namen gegeben, weil wir sind eigentlich zwei faule Menschen. Und deshalb haben wir uns da Too Lazy genannt. Okay. Ist ein Spaßprojekt, war lustig, ist lustig. Gibt's auf Bandcamp die Nummer, einfach mal nach Too Lazy suchen, wer es haben will. Für eine schmale Mark kann man sich das da downloaden. Okay, aber sag mal, du produzierst ja selber als dein Künstler, du machst viel mit Ben Chamel zusammen, du machst mit Biden und sowas zusammen. Wenn ihr euch verabredet, um einen Track zu bauen oder einen Track zu produzieren, zu bauen, wie auch immer, wie geht ihr da vor? So, nächste Woche Dienstag, 2:30 haben wir Zeit, treffen uns im Studio und machen was. Ja. Wer bringt die Ideen mit? oder wer bestimmt die Richtung, sagen wir es mal so. Ja, es ist, also, keine Ahnung, aber jeder hat ja zum Glück seine individuelle Richtung. Ich komme ja mehr aus der Hausschiene. Ben Chamel kennt man Techno. So. Zum Beispiel, und wenn wir dann zusammen im Studio sind, wollen wir dann Tracks produzieren, wo wir halt beide auch hinterstehen können. Weißt du? Also heißt, man trifft sich in der Mitte. Nicht zu technoid, nicht zu hausig, Mittelding. Und bis jetzt fahren wir eigentlich immer ganz gut mit, finde ich. Und so stehen halt beide oder die Solo-Projekte für sich und
wenn man dann mal was zusammen macht, dann macht man einen Sound, auf den beide Bock haben. Sehr, klingt sehr, sehr spannend, ganz ehrlich. Ich hätte gerne Bock, auch mal was zu produzieren, aber ich habe leider keine Zeit. Und vor allem diese Fingerfertigkeit mit den ganzen Softwareprogrammen und so habe ich nicht. Aber gute Sounds macht auf jeden Fall, definitiv. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir das UFO hier hinter angucke, dann wirst du mit dem Studio auch zurechtkommen. Also ja, okay. Das ist eine andere Geschichte, das ist ja Radio. Bin ich ja quasi mit groß geworden in der Musikszene. Aber sag mal, neben Produzieren in der Corona-Zeit, es geht ja mittlerweile wieder los, gibt wieder so ein Aufschrei durch die Welt und ne, es geht wieder Partys, Open Airs. Morgen zum Beispiel bist du beim Luft und Liebe Biergarten in der Villa Rheinperle in Duisburg. Musikalisch ungefähr so ein Schien wie heute Abend? Richtig, genau. Wie gesagt, wenn ich, also als Nana K, meine ich ja eigentlich mehr so, ja, so von House bis Tech House, seltener Techno, also wenn, dann vielleicht mal so zu einer After Hour oder so, aber eigentlich immer so House bis Tech House und dabei werde ich dann auch belassen, tatsächlich. Ich habe mit einem der Betreiber von der Villa Rheinperle gesprochen, mit dem Andreas Schneider, ist ja auch viele bekannt noch hier von dem Ringlockschuppen damals in Bielefeld. Der Andreas, der steht voll auf deinen Sound. Er hat gesagt, bald kommt Nana wieder vorbei, freuen uns alle, die fahren echt schon gut auf für dich. Ich freue mich auch, immer wieder da zu sein. Also ganz ehrlich, ich arbeite seit Jahr und Tag mit Andreas sehr gerne und oft zusammen und alles top. Von Equipment bis genug hier was läuft. Vor allem der hier was, der läuft auf jeden Fall ganz gut. Vor, ich weiß nicht, 2-3 Wochen war ich dort und ich habe über die Social-Media-Seiten erzählt, dass das wirklich ein fantastisches Konzept ist, was sie da machen. Und die Leute haben mir das wirklich nicht geglaubt. Die haben gesagt, oh, Mike, du übertreibst ja voll, ne? Kann ja gar nicht so geil sein. Wie ist deine Einstellung dazu? Was denkst du über die Villa Rheinperle, über Luft und Liebe und sowas alles? Weil ich wurde so unglaubwürdig dargestellt, verstehst du? Du Ärmster. Ja, ja, also definitiv Villa Rheinperle, was das angeht, absoluter Vorreiter. Schon damals, also noch vor dem ersten harten Lockdown letztes Jahr, wo auch viele, naja, andere da, denke ich mal, ich weiß nicht, sei es Neid oder sonst was, da versucht haben reinzugrätschen. Ja. Alles Corona-konform, alles super. Die Stimmung ist trotzdem sehr, sehr gut. Man muss halt immer ganz klar sagen, es ist halt nicht wie ein normales Festival, wo die Leute eng an eng beieinander stehen. Stimmung trotzdem genial. So viel Liebe zum Detail auch in die Location auch reingesteckt etc. pp. Also das hat man wirklich tatsächlich, habe ich bei, ich komme relativ viel rum und bei fast keinem anderen Veranstalter habe ich das so erlebt wie tatsächlich bei den Jungs aus der Villa Rheinperle. Im Detail ausgereift, definitiv. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Leute, können mir wirklich glauben, es ist wirklich geil da. Und morgen, Nana, ich freue mich für dich, legst du dort auf. Oh yes, oh yes. Und ja, rumkommen, ich denke mal, also über Social Media, ich weiß jetzt gar nicht, ob schon alles ausverkauft ist, aber es werden, denke ich mal, immer noch ein paar Restkarten am Start sein. Rumkommen und sich davon einfach selbst überzeugen. Das ist die Devise, denke ich mal. Definitiv. Morgen ab 13 Uhr geht's los, Sonntag glaube ich auch. Und wie gesagt, du stehst mit auf dem Line-Up und ich glaube, ich komme auch mit. Ich ziehe mittlerweile bald dahin, glaube ich. Ich war jetzt schon dreimal da, mittlerweile, wenn ich morgen mitfahre. Und es hat mich wirklich umgehauen, muss ich echt sagen. Naja, sag mal, hinziehen will ich jetzt nicht, aber so als Zweitwohnung, warum nicht? Ey, hinziehen, du hast keine Nachbarn. Du hast da 6 Villen, machst du eine schick fertig, hast keine Nachbarn, kannst Party machen. In Anführungsstrichen, wann du willst, kannst du laut sein, wie du willst. Geil! Da muss aber nur dann irgendwann gucken, wenn da gerade nicht Luft und Liebe stattfindet, dass dann irgendwann mal ein Hochzeitspaar neben deinem Bett steht. Das ist scheiße. Kommt auf die Braut an, oder? In diesem Sinne. Viel Spaß und weiterhin hier. Nana K, Club Business Radio Show.
Club Business Radio Show. Nana K. heute Abend hier, der Lokalmatador aus OWL. Nana, geilen Scheiß hast du gespielt heute Abend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Geiler Sound. Das freut mich sehr. Sag mal kurz, wie können die Leute mit dir in Verbindung treten? Ich meine, jeder, der in OWL was mit elektronischer Musik zu tun hat, wird dich kennen, mit Sicherheit. Was ist mit den Leuten, die wir heute Abend für dich dazu gewinnen konnten? Wie können die auf dich zugreifen? Wie kann man deine Sounds hören? Wie kann man mit denen in Verbindung treten? Facebook, Social Media, so und so? Alles vorhanden. Die ganzen gängigen Kanäle wie, keine Ahnung, Soundcloud, Instagram, Facebook und so weiter. Und so weiter. Also wirklich viel, viel, viel. Einfach gucken. Nein, okay. Also ich sage immer von mir selber, ich bin wahrscheinlich der am leichtesten zu findende Mann im Internet. Also ich darf nie Staatsgeheimnisse erfahren. Okay. Sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall. Morgen, wie gesagt, 13 Uhr geht's los. Villa Rheinperle Duisburg. Du hast Bock. Aber sowas von. Na klar. Nimmst du mich mit morgen? Klar. Ja, geil. Ich sag mal, vorne links im Auto ist immer ein Platz frei. Nee, dann kann ich nicht mehr sitzen, tut mir leid. Nein, wir werden uns einig werden heute Abend. Wir werden gleich ausdiskutieren bei einem schönen Schnäppchen, meinem Jedebass. Oh, ja, freue ich mich. Sehr schön. Alles klar. Nana, vielen Dank. Leute, nächste Woche haben wir eine traurige Sendung für euch. Gavin, unser Mitbestreiter der Club Business Radio Show, macht vorerst sein letztes Set. Der junge Mann geht nach Berlin, macht dort ein gutes musikalisches Praktikum bei einem großen Label. Und wie gesagt, nächste Woche wird er uns sein letztes Set vorerst mal kreieren. Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Freitagabend, kurz nach 8, Radio Bielefeld, Radio Gütersloh, Facebook, Twitch, YouTube und hat Nana es eben gesagt und so weiter und so weiter und so weiter. Schaut einfach rein, hört zu, wir zählen auf euch. Also, wir sehen uns morgen, alle Villa Rheinperle, Duisburg, 13 Uhr geht's los, Nana K. an den Decks. Also wird's genauso geil wie heute Abend. Bis dahin, bleibt geil, macht's schön. Bis dahin, ciao. Give it to me.
that go guns, come by, can go bust, eye for eye, make a lose trust, white rum, keep up, where you they go, they go up, that's my vibe, let me go up, climb the track, and it's so tough, aye yo, put the belly on the body, make a cause. Make a card. We'll be right back.
Celebrating our different colors, joining together.